Hi, ich bin Stina von Zwillingsflamme 1111. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich lege jetzt für die Fische die Karten. Für den Januar 2018 haben wir ja jetzt schon bald. Und wir schauen mal, was der Januar für euch bringt. Das sind Tarotkarten von Aleister Crowley. Ich mische immer mehrere Karten miteinander. Es kommen verschiedene Botschaften bei raus. Ich lege natürlich auch ausführliche Blätter. Das ist jetzt immer nur so ein kurzer Einblick. Ich greife ins göttliche Kollektiv ein. Ja, das bedeutet, dass das jetzt nicht für alle Fische weltweit gilt. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen langweilig und auch total wahnsinnig, weil wir ja nur 12 Sternzeichen haben. Und das wird, glaube ich, nicht passen bei so vielen individuellen, unterschiedlichen Menschen. Aber wir tauchen jetzt mal in die intuitive Fische-Energie ein. Was los ist. Ihr könnt mich gerne liken, teilen, abonnieren, kommentieren oder auch das Video am Ende des Monats schauen. Meistens sind dann viele Botschaften, die dann doch übereinstimmen. So. Sorry, wenn ich beim Mischen nicht ganz so viel rede, der soll es sein. So, wir schauen hauptsächlich auf das Thema Liebe, da das immer ganz wichtig ist. Es kommen aber zwischendurch auch mal andere Botschaften mit rein. Ja, Fischis, bei euch geht es um Liebe, ja. Wir haben hier die Karte der Liebenden, ne? Wir sehen hier ein Liebespaar, was sich vereint zur Hochzeit, was die kümische Hochzeit angeht, also das Verschmelzen ineinander, ne? The One. So, und wenn es da jetzt in der letzten Zeit ein paar Querelen gegeben hat, so wie es aussieht nämlich, ja, wir haben hier die Karte des Untergangs, da ist also nicht alles ganz so gut gelaufen, wie es sein sollte. Da geht es um innere Barrieren, also um Muster, die ihr selber mit euch tragt. Das kann im Alter von 10 Jahren passiert sein, dass ihr da irgendwie was mitgekriegt habt aus der Familie. Das muss jetzt nicht unbedingt von den Eltern kommen. Aber wo es um Streitigkeiten ging, beziehungsweise darum ging, die Liebe nicht offen leben zu können. Ja, man muss sich zurückhalten, man geht hier praktisch in sein eigenes Gefängnis rein und schließt sich. Und da kann es sein, dass ihr vielleicht auch damit zu tun habt, dass es in der Partnerschaft so ist. Oder dass ihr ausgeschlossen wurdet, ja, also irgendwie aus dem Paradies rausgekickt. Was nicht mit euch als Person zu tun hat, sondern eben mit den Mustern, die entweder ihr mit euch rumtragt oder andere mit sich rumtragen und die an euch ausgetobt haben. Ja, da geht es jetzt tatsächlich darum, sich vom Masken zu befreien, aus der dunklen Wolkendecke nach oben zu steigen. Wir haben hier die Königin der Schwerter, ja. Sie hat eine kristallklare Krone auf dem Kopf. Also sie hat das schon geschafft, sich hier irgendwie aus dem Gewirr zu befreien und hat eine Maske in der Hand. Ja, also hat ihre eigene Maske abgenommen und runtergerissen, zeigt sich, wer sie ist, ne? Das muss jetzt nicht unbedingt irgendwie immer nur ein Mann bzw. eine Frau sein. Das kann auch ein Mann sein, der sehr viele weibliche Aspekte in sich trägt. Hier fällt das Sternzeichen Wassermann, Waage oder Zwilling oder Leute, die diese Eigenschaften der Luftzeichen in sich tragen. Oder die Menschen, die in diesem Monat Geburtstag haben. Da wir Januar haben, bzw. Ende Januar fängt der Wassermann an mit seinen Geburtstagen. Ja, kann es durchaus sein, dass das jetzt auch um die Energie in diesem Monat geht. Ja, trotzdem haben wir hier also die Prinzessin der Schwerter. Das ist nochmal eine Unterstützung dessen hier für die Luftenergie. Und da geht es auch darum, sich frei zu kämpfen. Ja, aber das ist der Anfang. Also hier ist man noch irgendwie im Dunkeln gefangen und da steigt man schon nach oben und hat sich halt von der Maske befreit, die man hier trägt, ja, damit man wieder in seine eigene Liebe oder in die Liebe reinkommen kann. Ja. Lasst euch nicht beherrschen. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben hier die Karte der Herrschaft. Da geht es darum, das eigene Feuer zu zügeln. Ja, ist eine Karte, die mit Widder-Energie zu tun hat.
Also Feuer, Leidenschaft. Das kann manchmal explodieren. Ja, das ist nun mal so, dass gerade wenn Gefühle mit im Spiel sind, ab und zu mal, ich sag mal, die Suppe überkocht. Ja, und einen dann dazu zwingt, in Abwehrmechanismen hinein zu verfallen. Da geht es dann jetzt darum, das zu zügeln und sich bewusst darüber zu werden und nicht mit Wutausbrüchen zu handeln, sondern das Ganze diplomatisch zu regeln. Wir haben nämlich hier die Karte der Waffenruhe. Ja, da geht es darum, ein Bündnis zu schließen, in den Frieden reinzukommen. Wir haben hier noch die Blume der Rosenkreuzer, die weiße, die für den Frieden steht, die überkreuzten Schwerter. Ja, das hat man also dann, man hat es dann schon geschafft, sich hieraus zu befreien. Und ein Friedensangebot liegt hier. Ja, dass man die Schwerter niederlegen kann, dass man aus diesem Kampf rauskommt, dass man in die Liebe wieder reingehen kann. Sorry, die Karte ist zerrissen, das ist irgendwann mal passiert. Auf einer Vollmond-Meditation mit, ich glaube, das sind über 12 Leuten. Auf einmal war sie kaputt und naja gut, aber sie ist auf jeden Fall, lebt sie ja noch. Ihr sollt wieder in die Liebe reinkommen, okay? Es kann auch sein, dass hier mehrere Personen mit im Spiel sind. Ja, dass hier so eine Dreiecksgeschichte läuft, beziehungsweise vielleicht auch ein Nebenbuhler oder eine Nebenbuhlerin da ist, wo es eben jetzt darum geht, ne, in ein Friedensbündnis zu gehen, um sich neu auszurichten, was die Liebe angeht. Ja. Wir haben das Universum, also das geht hier auch nicht schlecht aus für euch. Natürlich ist das immer eine freie Entscheidung des freien Willens. Das ist ja etwas, was ich nicht steuern kann, sondern was mit euch zu tun hat. Ja, aber ne, also das ist jetzt die einzige Karte, wo man sagt so, oh, okay, da muss man ein bisschen aufpassen und sich halt über die Muster klar werden. Ja, ansonsten sind Träume und Wünsche sind möglich. Ihr habt hier die Karte des Universums, also die Karte der Welt. Kann auch mit einer Reise zu tun haben, gucken wir gleich mal. Und ja, zeigt, dass Träume und Wünsche in Erfüllung gehen können. Ihr seid hier auch gut beschützt durch die Geister, ja, die an eurer Seite sind. Also lasst euch bitte ne, führen. Manchmal ist es, wie gesagt, gut, Masken abzunehmen, Dinge zu ne, zur Beendigung zu bringen oder in einen ne, in den Frieden zu bringen, damit man mit sich selber auch klarkommt. Ja. So. Wir nehmen jetzt mal das Psychic Tarot. Gucken, was das Psychic Tarot für eine Botschaft hat. So, für die Fischis. New Beginnings, Neuanfang. Wir haben ja eine Lady, die aus einem, muss gleich, glaube ich, mal im nächsten Video ein bisschen Licht machen. Sie tritt aus einer Tür heraus. Wir haben die Karte 0. Also für einen kompletten Neuanfang. Hier haben wir auch die Welt. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir hier das Universum haben. Ja, und sie tritt hinaus. Sie wagt einen Neuanfang. Einen Neuanfang in der Liebe. Na, hat ihr Wanderstöckchen dabei und ihr Täschchen gepackt und ne? Sieht jetzt auch nicht so unglücklich aus. Also die traut sich hier was. Ja, es kann auch gut sein, dass einer hier, ne, dass ihr wegen der Liebe auf eine lange Reise geht. Ja, zu eurer Liebe reist. Oder die Liebe zu euch reist, auf jeden Fall. Ist hier unheimlich viel Bewegung jetzt gerade mit dem Spiel. Ja. Und wie gesagt, Neubeginne, ne, man hat ja mal oft Angst davor, irgendwie neue Dinge zu starten, aber lasst euch mal drauf ein. Das ist vollkommen in Ordnung. Und lasst euch auch drauf ein, alte Muster loszulassen. Das braucht ihr nicht mehr. Das könnt ihr hinter der Tür hier lassen. Ja, natürlich bearbeitet, weil sonst kommt es ja irgendwann mal wieder. Na, aber wenn ihr halt bewusst damit umgeht, die Maske fallen zu lassen und das mal loszulassen, weil ihr vielleicht auch immer wieder in dasselbe hineinkommt, weil das eben Muster sind, die euch schon, ne, die ihr schon so lange mit euch rumtragt. Oder man gerät immer an den gleichen Typ von Mensch. Das hat aber nichts mit den Menschen zu tun, sondern das hat was mit euch zu tun.
Deswegen, ne? Muster beleuchten, loslassen und dann den Neuanfang wagen. Okay? Traut euch bitte. Komm, wir machen jetzt mal Liebe. Wo wir schon mal dabei sind. So. Das ist das Romantic Angel. Na komm. Hui. Kommt noch was? Kommt noch was? Zwei Karten haben wir. Einmal Unrequited Love und einmal Trust. Unrequited Love. Es gibt nicht genug Anziehungskraft oder Chemie, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Ja, einmal, wie gesagt, niederlegen, damit vielleicht auch die neue Chemie entstehen kann. Also für die einen bedeutet das, sich komplett daraus zu lösen und einen Neuanfang zu wagen, auch wenn man den vielleicht alleine gehen muss, weil man jemanden enttarnt hat und die Masken gefallen sind. Ja. Das kann das einmal bedeuten. Das kann aber auch bedeuten, dass die kalte Schulter gezeigt wird. Nee, ich mag nicht. Jetzt nicht. Hier ist ein Mann, der, ne, der dem Fräulein die Hand küsst. Also sie ist so ein bisschen kalt und abweisend, ne? Und ja, ist halt ein Fräulein, ne? Das Burgfräulein. Ja, und schaut, dass ihr nicht zu cool seid oder ne, zu abweisend seid, wenn ihr diese Liebe haben möchtet. Wenn ihr das haben möchtet, ist wie gesagt ein Neuanfang gegeben. Wenn ihr es nicht haben möchtet, könnt ihr auch einen Neuanfang wagen und in was ganz anderes eintauchen. Für die, die an der Liebe festhalten, ihr sollt vertrauen. Ja, also diese Situation fordert dich dazu auf, zu vertrauen. Er hält sie hier fest im Arm. Hier ist ein kleines Engelchen, was kommt und einen Pfeil abschießt. Und das geht jetzt auch an die, die Probleme haben mit dem Vertrauen allgemein. Ja, die vielleicht auch immer wieder in Situationen reingekommen sind, wo es um Vertrauen ging, ja, wo eventuell auch noch eine andere Person mit im Spiel war, ne? Also irgendwie ja, Fremdgehen oder vielleicht sogar eine Affäre oder wo man selber die Affäre gewesen ist, ja, ne? Wo nicht genug Chemie da war, um eine Beziehung aufzubauen. Ja, ihr müsst euch selber den Wert geben, das kann euch kein anderer geben. Das ist das, was viele Leute mit wahrer Liebe verwechseln. Ja? Wahre Liebe entsteht nur dann, wenn man sich selber liebt. Das sagt man immer so einfach. Das ist auch so voll der billige Standardspruch, der mich immer wieder total aufregt, wenn ich den lese. Aber es stimmt. Es stimmt. Es stimmt. Ey, wenn ihr total so durch die Gegend lauft, ne? Ey, dann kann das nichts werden. Ja? Wenn ihr euch öffnet und ne, in die Liebe reingeht. Bedingungslose Liebe. Ja? Dann kann man auch, ne, dann kann man auch was reißen. Ja, und für die, die auf einen Neuanfang warten, habt bitte, bitte Vertrauen darauf. Ja? Habt bitte Vertrauen darauf. Eure Geister, die führen euch schon dahin, wo ihr hinkommen sollt. Ja, manchmal ist es auch wichtig, das Schwert niederzulegen und sich neu auszurichten. So, Energy Oracle Cards. Tada. Ich hoffe, mein Akku hält noch, wenn ich gleich weg bin. Dann verzeiht mir bitte. Geil. So, noch mal eine kleine Erinnerung an euch lieben Fische. Wir haben hier die Karte Hostilities. Das ist die Karte, die Abwehr zeigt. Ne? Wir sehen hier einen Mann in einer Rüstung, beziehungsweise er hat seine Rüstung jetzt schon abgelegt, aber er ist hier noch in so einem, ne, Waldgewirr unterwegs und ist kampfbereit. Der ist kampfbereit. Der hat sein Schwert ausgefahren und sagt so nicht, komm, ne, komm, jetzt gibt's einen Kampf. Abwehrhaltung. Okay, das ist das, was ihr ablegen sollt. Geht bitte den Friedensvertrag ein.
Ja, es kann sein, dass jetzt jemand um die Ecke kommt und irgendwie ja, versucht, mit Frieden zu schließen. Schließt Frieden, tut euch selber den Gefallen, damit ihr dieses Muster hier ablegen könnt. Egal für was ihr euch entscheidet, ob ihr jetzt mit dieser Person, ne, weiter fortfahren möchtet oder ob ihr jetzt halt einen neuen Weg einschlagt. Ja, es geht aber darum, hier diese Verteidigungsmechanismen loszulassen. Ihr sollt euch aber auch wehren. Ne? Ich weiß ja, dass das Fische sehr, na, ihr habt keinen Bock auf Streit und schwimmt lieber da weg und ne? Seid ein bisschen mysteriös, was das angeht. Ihr dürft euch wehren, das ist vollkommen in Ordnung. Also ihr sollt jetzt nicht alles irgendwie ertragen und annehmen und still und heimlich vor euch hinleiden. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, ne? Das, die Muster loszulassen. Ja. Und ein Bündnis oder eine Vereinigung zu schließen, dass man in Frieden sein kann. Nee, wir nehmen jetzt erstmal die hier. Kipperkarten. Mario mit Machete. Rechtsprechung. Wer von euch eine Gerichtsverhandlung hat, hier kommt ne, Rechtsprechung. Das ist die Karte, die darauf hinweist, dass hier etwas Juristisches auch vorliegen kann. Ja, wo es vielleicht auch um einen Streit geht mit jemandem, wo ihr in Verteidigung geht, beziehungsweise euch verteidigen müsst. Grundsätzlich würde ich sagen, sieht das nicht schlecht aus. Das ist nochmal so ein Reminder, beziehungsweise ne, eine Karte, die von außen kommt, die auch darauf hindeutet, dass hier noch was anderes ne, sein könnte, außer was mit Liebe zu tun hat. Und hier geht es auch um Gerechtigkeit. Ja? Wir sehen hier auch ein Pärchen, was vor dem Richter steht. Okay, vielleicht geht es auch darum, sich jetzt halt noch komplett von jemandem zu trennen und einen Neuanfang zu wagen. Ja? Also hier sind sehr viele Informationen in den Karten drin. Nehmt euch bitte einfach das raus, was in eurem Herzen resoniert. Ja? Es gibt manchmal Blätter, die sind ganz, ganz klar. Da geht es um eine Sache und das war's. Und dann gibt es wieder andere, wo viele Informationen drin sind. Deswegen ziehe ich auch verschiedene Karten. Dann nehmen wir die hier. Die hat gerade gelauert. Challenging Times. Herausfordernde Zeiten. Ja, wir haben hier wieder jemanden, der in seiner, ne, in seiner Rüstung steht. Hat er sein Schwert gezogen? Nee, hat er nicht. Aber er steht hier in seiner Rüstung. Ja, hier ist sein Freund. Oder es ist praktisch ein und dieselbe Person, wie auch immer man das hinnehmen möchte. Herausfordernde Zeiten. Also die Leute, die jetzt gerade sich hiermit beschäftigen müssen, mit der Rechtsprechung kommen herausfordernde Zeiten auf euch zu. Ja, oder ihr seid jetzt gerade in einer herausfordernden Zeit, was das angeht. Ja, guckt, dass ihr euch aus diesem Muster raus befreit und dass ihr hier so eine Art Friedensvertrag schließt. Ja. Und für alle, wo Liebe nicht erwidert wird, ist es eventuell gut, ja, oder die Hoffnung nicht erfüllt werden. Es ist vielleicht tatsächlich gut, einen Neuanfang zu wagen, ja? So, und für die, die jetzt hier mit nichts Großartiges zu tun haben, vertraut darauf, ja, dass hier eine Lösung gefunden wird, was die Liebe angeht. Nehmen wir noch eine hiervon. Also es wird sehr bunt in den nächsten Monaten. Ich baue das Ganze hier gerade erst auf. Von daher verzeiht, wenn noch nicht so viel auf dem Kanal, nur auf dem Kanal los ist. Es gibt eine Facebook-Seite, Zwillingsflamme 1111. Da könnt ihr auch zwischendurch mal gucken. Da werde ich immer irgendwie neue Videos uploaden und ein paar bunte Sachen mit euch machen. Sorry. Es wird Voll- und Neumond-Rituale geben.
wird sich zeigen, in welche Richtung sich das entwickelt. So, und hier haben wir das Haus. Das Zuhause. Familie auch, ja. Die sich gerade trennen. Geht es um die Besinnung auf was ist zu Hause, wo bin ich zu Hause, wer ist mein Zuhause und kann ich mir mein Zuhause auch vor allen Dingen selbst geben. Ja, für die anderen ist auch Liebe zu Hause, ja, Partnerschaften. Also für die Fische, für die es weitergeht, ihr kommt nach Hause, okay, für die es in der Liebe hier weitergeht, die sich dazu entscheiden, nee, Quatsch, das war die falsche Karte. Die sich dafür entscheiden, ne, zu vertrauen. Wie gesagt, geht in eure Intuition rein und guckt, wo es euch hinführt. Ja, gilt wie gesagt nicht für alle. Da kommt jetzt noch ne, was Neues auf euch zu. Okay? Was Neues in Liebesangelegenheiten, eine Weiterentwicklung. Ja, und für alle, die sich dazu entschieden haben, ganz neu zu starten, sich zu trennen und ne, sich aus etwas zu lösen, was nicht gut tut. Macht euch bitte auch auf die Reise. Packt euer Täschchen und begebt euch auf die Reise nach Hause. Ja, das kann man auch ein bisschen kosmischer sehen, das Ganze. Ihr seid auf jeden Fall nie alleine. Ja, wir haben unsere Schutzgeister um uns herum. Es gibt auch Leute, die keine Freunde und keine Familie haben, aber die sind dann trotzdem gut beschützt. Ja. So, ihr kleinen Sternchen, ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Ich wünsche euch einen schönen Monat mit vielen Ups und Downs, so wie es aussieht. Aber ihr schafft das schon. Ich glaube an euch. Lasst bitte euer Licht strahlen, denn ihr werdet gebraucht. Bye bye.